Denn die Rundenzeiten liegen bei ihm im Moment bei 1,46. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass er ab und zu ein bisschen deutlich ausgesehen. Niklas Sylvia also lässt ihm da aber auch passieren. Das war zu einfach, das war eindeutig zu einfach. Wir mögen uns nicht, dass der Campani dahinter war. Diese Konstellation würde jetzt bedeuten, wir hätten 7 Punkte Unterschied in der Tabelle zu 25 zu 18. Ja, da sieht man es eindeutig.